Wunderschönen guten Tag, Freunde der leichten und ausgewogenen Ernährung und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Salami zu dem TV und ich bin einfach nur ein ostdeutscher Ossi mit Mordsappetit, ständig auf der Suche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Oh mein Gott, wie oft habe ich diesen Tipp schon runtergerasselt. Nun gut, Freunde, ich war gerade bei Rewe, beste Wahl, und habe mir die Axel Schulz Pizza geholt, Chicken Grill Soße, ja. Habe ich gedacht, ja, Axel ist auch ein ostdeutscher Ossi, wahrscheinlich auch mit Mordsappetit. Und habe ich mir gedacht, Axel, du hast schon genug Kohle, aber ich unterstütze dich trotzdem noch ein bisschen, indem ich deine Pizza kaufe. Ja, ihr macht getan, Leute. Ja, oh, ganz schön viel Schicken drauf hier. Guck mal, hat er sich nicht lumpen lassen, der gute Axel. Ganz schön viel Schicken drauf. Freunde, und dann, es ist unglaublich. Freunde, und dann, ich hab mir gekauft, Junge, an so eine Sachen merkt man, dass man keine 20 mehr ist, dass man älter wird. Freunde, ich hab hier mir so ein Thermometer gekauft für den Balkon. Genau, wir haben gerade 12 Grad. Freunde, an so eine Sachen merkt man, ja, wirklich, dass man keine 20 mehr ist. Ich hab mir ein Thermometer, das mache ich mir so schön an den Balkon, hier an der Wand. Und dann kann ich jeden Morgen gucken, wie kalt es ist oder wie warm es ist. Es ist ja unglaublich. Ja, man ist keine 25 mehr, man ist 43, man wird 44, ja natürlich. Ja, frag mich, was kommt denn als nächstes? Ein Eierschneider? Häkelbesteck? Strickbesteck? Ein Schaukelstuhl? Oh mein Gott. Naja, gut. Alles klar, Freunde. Die Pizza kommt jetzt in den Ofen. Wie lange ist mir scheißegal. Ich richte mir nie hier nach so einer Angabe. Ich mache das alles nach Gefühl und Gusto. Leute, wie gesagt, die kommt jetzt in den Ofen und dann finden wir raus, wie sie schmeckt. Oh mein Gott, ich kriege die Foodloaf. So, Freunde, die Pizza ist jetzt aus dem Ofen raus. Die war jetzt circa ja, 12, 13 Minuten im Ofen. Und ich muss sagen, die riecht schon sehr, sehr, sehr barbecue-ig. Barbecue, aber guck mal hier. Was ist das denn für ein Fail? Das ist hier richtig hochgekommen. Freunde, und jetzt zeige ich euch mal was. Guck mal, hier ist ein Loch drin. Was ist das denn für eine Verarschung? Ich hoffe doch, das war keine Montagsproduktion oder so. Nun gut, wir haben uns noch einen Ayran geholt. Ayran Mango. Der schmeckt übrigens sehr. Das ist mein Lieblings-Ayran. Mmh. Oh, ist der Creme auf der Zunge. Eieiei, Halleluja. So, wollen wir die Pizza mal anschneiden? Freunde, und ich habe mir immer noch keinen Pizzaroller gekauft. Asche auf mein Haupt, ich habe immer noch keinen Pizzaroller. Naja, und dann habe ich gelesen, Leute, dass hier im Rand noch so eine Art Tomatensoße ist. Mmh. Guck mal, Freunde, da verneigt sich so ja der Boden. Ich würde sagen, bist du hungrig, machst du genau das hier. Denn G steht für Gönnung. Ihr wisst Bescheid. Mahlzeit. Mhm. Moment. Okay, Leute. Ich sag mal so. Der Bohnen, der Pizzabohnen ist irgendwie absolut ja nicht gewürzt. Null Würze. Ich schmecke die Barbecue-Soße auch null raus. Deswegen, Freunde, ich habe schon gewusst, was auf mich zukommt. Deswegen habe ich mir hier eine Barbecue-Soße neu geholt von Hellmanns. Ich wusste ganz genau, was los ist. Freunde, ich mag's würzig. Wie oft denn nur noch? Ich mag's würzig. Mann. Der Teig hat null Salz, null Salz. Das Hähnchen ist total verloren. Das schmeckt absolut nicht. Schmeckt mal, ja. Ja, Axel. Was ist da los? Was ist da los, Axel? Also. Nee. Na, man kann sie essen, wenn man Hunger hat. Kann man sie essen. Axel, ich denke, du bist ein krasser Boxer. K.O. Ja, ich wusste ganz genau, ich habe da so einen siebten Sinn für sowas. Ich wusste ganz genau, warum ich mir die Barbecue-Soße noch mitnehme. Ja.
Rustig. Die Tomatensoße, ja, im Rand. Das ist alles nicht so gewürzt, Freunde. Jetzt kommt Barbecue-Geschmack. Jetzt kommt der Barbecue-Flavor. Jetzt kommt mein Fahrt, Freunde. Jetzt kommt mein Fahrt. Leute, ich habe ja auch mal die Box. Also, na, was heißt die Box? Hobbyboxer. Mit 18, 19 haben wir auch mal geboxt. Mit einem Kumpel damals. Schöne Grüße an Ulf. Falls du dich ja siehst. Nee. Ja. Und auch richtig mit Boxhandschuhe und so. Und wie viel Runden geht so ein professioneller Boxkampf? Ich weiß nicht, 11, 12? Hm? Und du musst ja die Arme hochhalten. Du musst ja Deckung, dass du dir nicht die Schnauze polieren, ja? Du musst ja immer Deckung. Ey, nach zwei Runden, Freunde, nach zwei Runden, Alter, wir haben so die Arme hier wehgetan. Das ist richtig schwer, so die Arme so hochzuhalten, so bam, 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 bam. Alter, und dann noch zuhauen und so, und ey, da musst du schon Profi sein. Wenn du da nicht richtig durchtrainiert bist, Alter, du kriegst die Schnauze poliert. Ehe du Hallo sagen kannst. Mhm. Der beste Boxer im Moment, Freunde, ist Anthony Joshua. Ich weiß nicht, ist das ein Engländer? Alter, das ist ja so ein Tier. Der hat ja damals Klitschko auf die Bretter gejagt. Mhm. Die Barbecue-Soße rettet mir gerade den Arsch, Leute. Die rettet mir gerade den Arsch. Ja. Und mein Freund Tommy von Tommys Weltkanal, der hat letztens im Video den Brotaufstrich vom Bautzner probiert. Freunde, ich habe mir nach dem Video auf der Socken gemacht. Ich war bei Kaufland, ich war bei Rewe. Was soll ich euch sagen? Ich habe diesen Brotaufstrich vom Bautzner nicht gefunden. Freunde, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo es den Bautzner Brotaufstrich gibt. Leute, ich bin total hinterher. Ich bin ja schon hier mit die Axel Schulz-Pizza hinterher. Die habt ihr ja schon vor Monaten. Freunde, wo gibt es diesen Bautzner Senfaufstrich, Brotaufstrich? Schreibt bitte, lasst es mich wissen, bitte. Ja? Das ist ein Kotzen, Alter. Mmh. Wo gibt's den? Ich bin schon richtig verzweifelt. Ich bin am Brot zerstört. Mmh. Ey, aber hier mit dem Loch, ne? Guck das jetzt an. Was ist das denn für ein Fail, Alter? Ich will mein Geld zurück. Mhm. Wie gesagt, der Teig, der ist nicht gerade gewürzt, aber trotzdem fluffig. Mhm. Fluffig ist er. Fluffig, schmuckig. King Charles wird etwa 75. Happy Birthday, Bro. Alles Gute. Ich werde die Pizza trotzdem aufessen, Leute. Ja. Weil es wurde ja immer gewünscht. Salami. Esst so den Food auf. Na, okay, Mann. Freunde, lasst mal ein Like, lasst mal einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, denn es wird demnächst jetzt kommt ja die Weihnachtszeit. Und es wird spektakulär, es wird Klöße geben, es wird Rotkohl geben, es wird Entenkohl geben, es wird Gänsekohl geben, es wird Rinderrouladen geben, Freunde. Nicht verpassen und die Glocke aktivieren. Ansonsten könnt ihr abonnieren, wie ihr wollt, ihr kriegt die Videos nicht vorgeschlagen, wenn ihr die Glocke nicht aktiviert, ja. Hier sieht man den. Tomatensoße im Rand, die Tomatensoße im Rand. Oh, deutsche Sprache, schwere Sprache, Grammatikfehler. Ja. Mhm. Oh, Mango-Eiran ist Beste. Freunde, Beste, wo gibt. Mhm. Dann nimmst du den Kirsch, aber der ist nicht so gut, wenn er mich fragt. Mhm. Na, Freunde, bei uns hier in der DDR geht gerade die Welt unter. Das stürmt ja hier ohne Ende.
Aber wir sitzen im Trocknen, was schadet uns das? Ha! Wir haben wurde sehr hoch beschwert über die Schmatzgeräusche. Freunde, was denkt ihr denn? Das ist ja ein Eskanal, Mann. Wenn er so einen Zirkuskanal sehen wollt, wie, okay, let's go. Dann müsst ihr da gehen. Freunde, wie gesagt, bald ist ja Weihnachten. Ich habe hier immer so eine Dose. Die ist schon viertel voll. Und immer wenn ich draußen unterwegs bin und ich sehe eine Pfandflasche, Freunde, dann hebe ich die natürlich auf. Ist aber klar, ob es eine 8er ist, ob es eine 15er ist, ob es eine 25er ist. Ich hebe jede Flasche auf, weil auf der Straße liegt das Geld. Aber manche Leute sind sich so fein, so eine Pfandflasche aufzuheben. Oh, mich könnte ja mein Nachbar sehen und dann denkt mein Nachbar, ich nahe am Hungertuch und ich bin arm. Das sammelt sich die Tumfeuer. Wenn da eine Büchse liegt mit 25 Cent, dann halt verdammt nochmal an und steck die mir in eine Tasche. Das ist doch wohl Ehrensache, oder was? Das ist pure Geld, was da liegt. Wenn er jetzt so 25 Cent am Stück liegen würde, da würde sie jeder bücken. Aber nein, man darf ja keine Flaschen sammeln. Ansonsten ist man ja gleich, bei uns heißt das Assi. Man ist ja gleich ein Assi dann. Nee, absolut nicht. Ja, Viertel voll. Das ist alles nur gesammelte Pfandflaschen. Die kippe ich dann hier bei Rewe. Bei Rewe steht so ein Geldautomat. Die kippe ich dann da drin. Ja, und dann halt. Also, das Ding ist bestimmt 250 Euro. Hier kommt 1er, 2er, 5er, 10er und 20er drin. So sieht's aus. Und abgerechnet wird am Automaten. Mhm. So sieht's aus, Leute. Nee, anders. Kleinvieh macht auch Mist. Oh, da werde ich mir meine ganze Stiel von holen. Das ist nämlich lecker. Das riecht ja lecker, Leute. In Berlin, der erste Weihnachtsmarkt hat schon geöffnet. Wie geht jetzt los hier, Junge? Merry Christmas. Scheiße, kriegt mir am Arsch weg mit dem Dreck. Ich mach drei Kreuze, wenn die Scheiße wieder vorbei ist, ganz ehrlich. Besinnliche Weihnachten. Wenn ich nicht lache, Junge. Sitzen sie alle unterm Tannenbaum, Junge, singen irgendwelche bescheuerten Weihnachtslieder. Ja, für Kinder mag es sein. Für Kinder ist es okay, aber Erwachsenen. Und dann diese Heuchelei immer. Heuchelei. Heuchelei. Ich schenk dir was, du schenkst mir was. Ich hab dir was im Wert von 100 Euro geschenkt. Warum kriegen wir was im Wert von 50 Euro? Halt die Schnauze, Mann. Naja. Weihnachten hin, Weihnachten her. Gut, Freunde. Der letzte Happen hier. Nochmal würde ich mir diese Pizza nicht rufen. Ich mag zwar zu Schuld, weil es ein ostdeutscher Ossi ist mit einem Mordsappetit wahrscheinlich. Aber mir fehlt einfach die Würze. Mir fehlt die Würze. Ich brauch's kräftig, deftig, auf die Fresse. Genau so. Gut, Leute, das sollte mal wieder mit dem Video gewesen sein. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt alle gesund, habe ich schon mal gesagt. Mein Name ist Salami zu dem TV. Tschüss.